Am 16.03.2012 fand die Wahl zur Aufstellung des Kandidaten für die Landtagswahl am 20.01.2013 statt. Als Gastredner war an diesem Abend Kultusminister Bernd Altusmann vor Ort. Dieser berichtete über die Zeit mit Kai Seefried im niedersächsischen Landtag. Ein Verfahren, der nicht nur, weil jung und engagiert und dynamisch, sondern auch ziemlich hartnäckig beim Verfolgen seiner Interessen ist. Also er mit Sicherheit zu dem einen oder anderen grauen Haar, was man angeblich bei mir inzwischen sehen soll, auch beigetragen hat, weil es kaum einen Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion gibt, der nahezu wöchentlich, naja, vielleicht monatlich, das Kultusministerium versucht, auf Trab zu bringen. Und dass Kai Seefried etwas bewegt hat, das will ich nur an ganz wenigen Punkten, weil die Bilanz liegt Ihnen ja vor. Aber mit Blick auf die Bildungspolitik ist es mir schon wichtig zu sagen, dass es letztendlich dank der örtlichen Abgeordneten und auch dank von zu Kai Seefried letztendlich gelungen ist, in diesem Wahlkreis mit Blick auf ganz Niedersachsen die meisten Oberschulen pro Landkreis im gesamten Land Niedersachsen an den Start zu bringen. Das ist nicht irgendwas, sondern es ist eine hohe Überzeugungsarbeit, die in dieser Region für diese Schulform geleistet wurde. Und da kann ich sagen, da können sich manch andere Abgeordnete eine echte Scheibe von abschneiden. Nachdem er eine sehr aufschlussreiche Rede über die geleistete Arbeit von Kai Seefried hielt, berichtete dieser über die Veränderungen seit seiner Amtszeit. In Niedersachsen dann wiederum hat insbesondere der Elbe-Weser-Raum an Fahrt aufgenommen und wir können heute deutlich feststellen, wir sind ganz vorne mit dabei. Ein entscheidender Indikator ist sicherlich die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Niedersachsen ist heute auf Platz 1 bei dem Zuwachs an Beschäftigung in Deutschland. Wir brauchen Lösungen für den Wohnraum, für die Gesundheitsversorgung, die Pflege und Betreuung, aber auch das Ehrenamt. Wer als Beispiel wird zukünftig dafür sorgen, dass die Feuerwehr losfährt, wenn sie gerufen wird? Und viele weitere Herausforderungen gehören dazu. Womit uns aber nicht geholfen ist, und auch das will ich an dieser Stelle deutlich sagen, ist dann mit Großstadtpolitik. Niedersachsen ist ländlicher Raum. In Niedersachsen umfassen die ländlichen Räume etwa 75% der Landesfläche und stellen mehr als 60% der Bevölkerung. Und wir brauchen deshalb eine Politik für den ländlichen Raum und dafür brauchen wir eben keinen Bürgermeister aus Hannover. 2007 in der Niedersachsen-Schenke angekündigt, dass ich ein Kümmerer sein will. Wobei ich damals in der Versammlung gelernt habe, dass ja Kümmerer in der Landwirtschaft schwächelnde Schweine sind. Hat mir damals einen riesen Applaus eingebracht. Ich glaube aber, damals wie heute sind wirkliche Kümmerer für die Themen, Sorgen und Probleme der Menschen in der Politik wichtiger denn je. Und ich glaube auch, dass ich bewiesen habe, dass ich diese Verantwortung sehr ernst nehme. Ich hoffe jetzt gleich auf eure Unterstützung. Für mich, für meine Arbeit, für unsere Region, für Niedersachsen, für das schönste Bundesland auf dieser Welt. Im Anschluss an seine Rede gewann Kai Seefried die Wahl einstimmig. Sehr, sehr ernst und sehe das auch als große Verantwortung für mich selber und will versuchen, das am 20. Januar für euch richtig hinzubekommen mit eurer Unterstützung. Gemeinsam setzen wir auf Sieg nächstes Jahr, damit das hier so gut weitergeht. Vielen Dank.